Und du sitzt selber noch nicht hinter schwedischen Gardinen. Wann geht's endlich in den Knast? Wie normale Döner gibt's überall. Das ist ganz anders. Und Schluffi, wie hast du die letzten Wochen und Monate so erlebt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef? Und damit zu Kös Leset Urfach in Hamburg. Und zwar der erste Istanbul-Japrak-Spieß, den Hamburg sozusagen zu bieten hat. Bei uns kennt man das von Edwin Yazi, Edi Kebab, in Istanbul sehr oft vertreten und jetzt auch das erste Mal in Hamburg. Außerdem haben sie hier veganen Döner, den wir auch abchecken wollen. Aber erstmal geht es darum, dass sie wirklich diesen Spieß unten im Keller Stück für Stück übereinander stapeln, jeden Morgen frisch zubereiten und dann wird er hier als dritter Spieß und Special sozusagen aufgehangen. Und den testen wir heute. Kommt mit rein, wunderschöner Laden. So, wir gehen mal zusammen rein und schauen uns mal den Laden an. Das Krasse ist, hier kann man alles. Hier kann man frühstücken, hier kann man Mittag essen, hier kann man Armut essen, hier kann man Döner essen, Tagessuppen, Grillspezialitäten und süße Sachen. Und hier haben wir den Chef des Hauses. Hallöchen. Hallo. Der erste Yaprak Istanbul. Istanbul Yaprak Döner. Ich habe so eine Idee gekommen, hier in Hamburg keine Yaprak Döner. Das heißt Istanbul Döner. Wir machen alles selber. Und muss man mit Messer schneiden. Das ist das Richtigste. Und ja, jetzt alle Leute zufrieden. Sehr, sehr guter Geschmack. Ich kann jeder empfehlen, muss testen. International, was du denkst, haben wir alles. Grill, Pizza, Pide, Döner, Suppen, Pfanne. Was kommt noch? Alles möglich. Alles klar, Bubble Tea aber nicht. International. Bubble Tea noch nicht, ne? Bubble? Bubble Tea aber noch nicht. Nee. Und ihr habt gesagt, ihr habt eine eigene Fleischerei. Ja, ne? Ja, genau. Eigene Fleischerei. Wir machen alles selber. Selber Fleisch, selber Produktion. Ne? Nicht wie normale Döner, gibt es überall. Das ist ganz anders. Wir nehmen natürlich jetzt erstmal diesen Yaprak-Döner und einen veganen Döner. Und den Yaprak-Döner isst man nur mit Tomate und Zwiebeln und ein bisschen Petersilie, ne? Ohne Soße. Wir machen auch Luftbrot dazu. Luftbrot? Wir machen, so backen wir selber. Luftbrot heißt das. Das ist Döner, nur Zwiebel, Petersilie, Tomaten, ohne Reis, ohne Pommes, ohne Salat. Das ist richtige, originale. Wir nehmen einmal richtige Originale und ich bin gespannt. Okay. Pfanne. Und dann kommt mit Salatmischung und dann kommt auf Brot. Kommt ein bisschen Salat. Ah, und ihr mixt das direkt da drin? Ja, mixen wir drin und dann Brot rein. Okay. So. Das muss mixen alles zusammen. Ekmeği kızarttım, açın abi ekmeği. Kommt erstmal Soße. Kommt nochmal ein bisschen vegan Soße, Tzatziki. Und das ist vegan. Vegan. Vegan Brot. Veganes Brot, veganer Döner. Veganer Döner. Veganer Brot, veganer Sauce. Veganer Alufolie. Veganer Alufolien. Sehr gut. Dankeschön, mein Bester. Sieht schon mal aus wie Dönerfleisch, ne? Ich habe auch gehört, das ist ein großer veganer Dönerproduzent. Das sieht aus wie Dönerfleisch. Wenn ich möchte, dass für meinen Döner kein Tier leiden muss, ist auch vollkommen in Ordnung. Mit den Soßen, mit den Gemüsen, mit dem Brot und diesem Biss. Klar schmeckt man, dass es kein Fleisch ist, aber der Döner-Charakter geht auf gar keinen Fall verloren. Hm? Und ich esse es auch gerne weiter. Wir sind ja wegen dem eigentlichen Star hier, ne? Deswegen gucken wir mal, was der kommt. So, Schloppy, du solltest ja eine Dönerfolge mit drin sein.
Deswegen dachte ich mir, drehe ich heute einfach eine Dönerfolge mit dir nach. Eine vegane. Eine vegane, ne? Eine halbvegane. Eine halbvegane. Eine halbvegane. Genau. Ja. Also, was ich schon mal schön finde, die geben sich da echt Mühe und erachten wirklich sehr auf Kleinigkeiten. Das finde ich schön. Das und du sitzt selber noch nicht hinter schwedischen Gardinen. Wann geht's endlich in den Knast? Bald. Schmeckt es deinem Schlingmaul oder nicht? Mein Schlingmaul schmeckt's. Ja? Wenn mein Schlingmaul die Äuglein zumachen würde, würde ich keinen schmecken. Großen Unterschied erkennen. Zu einem echten, richtigen Fleisch. Du bist mir ein Foodblogger, alles klar. Ich bin mir ein Foodblogger, ja? So. Istanbul Döner. Nee, warten wir nicht, ne? Der Norm ist so hoch. Der Norm. Ich finde super, dass man hier auch eine Anleitung kriegt. So muss ich so machen. Wie man isst, wie man macht. Wie man atmet. Aber ich finde es krass, wie sich das schon alles entwickelt hat. Ne? Vor kurzem gab es das einfach gar nicht. Was gab es noch nicht? Na, so eine Dönerspieße in Berlin oder Hamburg. Ah ja, safe. Das finde ich auch geil. Die Entwicklung ist schnell hier. Schwappt schnell alles rüber nach Deutschland, ne? Da kennen wir schon alle. Hm? Luft wohl. Einrollen. Kurz mal die scharfe Soße. Lieb ich, ne? Dazu ein paar Tomaten, ein paar Zwiebeln. Ihr habt ja gesehen, alles schön frisch, schöne Fleischqualität. Next Level hier, ne? Ich hab natürlich mit so einem Döner-Teller bei deinem Imbiss um die Ecke jetzt nicht viel zu tun. Nee. Obwohl ich auch immer geil sein kann, aber das natürlich. Einfach mal nochmal abbeißen. Mhm. Aber da haben wir jetzt ein paar Döner hier schon getestet. Bist du so gewisse Spieße? Mhm. Da haben wir jetzt keinen richtigen Döner vor uns liegen. Wo würdest du den so hinstellen, so hier Hamburg-mäßig? Schon auf 1, ne? Das ist safe. 100 Pro. Ich finde auch die. Also, die beschweren sich immer, dass wir hier nur Hackfleischspieße haben in Berlin. Und die hier so, ja, Frank. Hier sieht jeder Spieß gleich aus und die Döner schmecken alle so gleich. Ne? Die sehen gut aus, aber die sind alle gleich. Die sehen alle gleich aus. Alle vom selben Lieferanten, so denkt man, ne? Die sind alle wie in Berlin jeder Hackfleisch. Die sehen alle gleich aus. Ja. Da hängt immer ein Scheibenfleischspieß, auch mit ein bisschen Hackfleisch, aber wenig Anteil, glaube ich. Und daneben, das sieht aus wie Scheibenfleisch in erster Linie. Daneben hängt immer ein Chicken Döner und die sehen immer gleich aus, in jedem Laden. Auch eure Soßen sehen alle gleich aus. Ja. Ja. Und das ist natürlich schon ein Unterschied hier. Heutzutage ist ja auch, ey, die Konkurrenz schläft nicht, ne? Gerade im Döner-Business muss man sich irgendwie abheben. So. Tobi, bevor es im Knast geht, nochmal eine schöne warme Mahlzeit. Junge! Ja? Nee, ich hab keinen Hunger mehr. Machen wir ein schönes Essen? Ja. Hm. Schreib mir Briefe. Ich kann ja mal ein Postfach für mich einrichten. Ja, los, komm. Ja. Ey, Knasti, schwelgt nicht so in Erinnerung. Ja. Kommst du auch mit einer Knastträne wieder raus? Na klar. Hier schön genauso runterlaufen hier. Ja. Mmh. Oh, okay. Man hat gar keinen Hunger mehr. Weil wir jetzt Schweinekühle schon gegessen haben, aber. Noch hier mit so ein paar Zwiebeln. Ja. Schon geil. Kann man ja nichts sagen, ne? Und Schlubi, wie hast du die letzten Wochen und Monate so erlebt? Was meinst du? Wie erlebt? Na, aber so, was hast du erlebt? Ah, super, viele tolle Sachen. Was willst du denn hören? Nix. Nix? Was wollen die Leute hören? Schreibst du mir in die Kommentare, vielleicht habt ihr ja Fragen an Schlubi. Ja? Könnt ihr mal reindonnern, gerne. Aber in einem Ton, der auch vernünftig ist. Dann, ja. widme ich mich den Fragen auch. Genau. Beantwortest du die dann mit deinem Profil unter dem Video? Ja? Ja. Schlubi heißt das Profil auch. Ja. Schreibt dann runter. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und dann nehme ich mir die Zeit. Ich lese gespannt mit. Ja. Vernünftig. So, wie schmeckt der? Ganz toll. Ja. Mach jetzt gleich einen Rückwärtssalto. Ja. Mit meiner Wampe. Mir schmeckt sehr gut. Brauche nicht mehr viel zu sagen, hast alles gesagt. Mhm.
Wir müssen die 8 Minuten voll kriegen, Digga. Bisschen was für dein Sternzeichen, was bist du? Waage. Waage empfehle ich dir, solltest du dich auch mal draufstellen. Gerade nach dem heutigen Tag. Gerade nach dem heutigen Tag. Also wir sind immer noch hier. Ihr kennt unsere iPhone-Verloren-Geschichte und so. Und deswegen die Motivation ist langsam raus. Ja? Ja. Aber wir müssen halt alles doppelt und dreifach drehen. Aber ihr seht, ich esse weiter. Klar, ja. Ich bin noch dick. Ja? Okay. Aber es ist eher den guten Geschmack geschuldet. Ja, ich würde gerne mal wieder nach Hause so langsam. Man hat ein bisschen irgendwann Heimweh, ne? Aber nicht verständlich. Hamburg, wir lieben euch. Ja, ey, Hamburg hat mich super empfangen. Ich habe viele Freunde hier. Aber ja, man kommt sich halt vor wie in so einem Déjà-vu, ne? Langsam. Ja. Ja. Mhm. Es wiederholt sich dann irgendwie. Ich gibt noch was zu essen für dich. Nee. Hab dann noch was gesehen und dachte mir, komm. Weil du ja gerade schon in 3 Restaurants warst und ihr fast vorm Stuhl kippt, habe ich dir noch was Schönes bestellt. Hast du schon Essen bestellt? Ja, kommt gleich. Digga, ich finde das ein bisschen kacke. Weil auch so ein bisschen dem Lebensmittel auch den Respekt zollen, den es verdient hat. Ja, das und wirst du dem Lebensmittel zollen, weil du es jetzt essen wirst. Da kommt's. Warte. Nee, das ist nur Besteck, oder? Ach, danke schön. Bitte. Wie heißt das? Tranche. Tranche. Ein Treliche. Dein Lieblingskuchen. Lange nicht gesehen. Es gab Situationen, da habe ich mich mehr drüber gefreut. Aber sieht auch lecker aus. Er sieht ein bisschen gröber aus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der abliefert hier. Jetzt. Ich glaube einfach, dieser Kuchen kann ich nicht schmecken. Nee? Ja, nee, es geht nicht. Nein, nee, ne. Ein Hubs für die ganzen Leute, die du veräppelt hast. So. Jetzt. Ein Hubs. Ein Hubs für den Blocki, der die ganze Scheiße mit dir durchmachen muss. Komm. So, jetzt. Das ist mal gut, ja. Warte mal, komm mal her, ich hab noch einen Hubs. Nein. Ein Hubs. Hier gibt's keine Hubs davon. Das war eine neue Folge. Nein, das war keine neue Folge. Gib mal her, ein Hubs es gibt's war noch. Eine neue Folge von ein Hubs dem gibt's Blocki noch. Alter, ich hab Laktose, Digga. Ich habe Laktose. Und ein Hubs. Ich bin laktoseintolerant. Ein Hubs noch. Ich scheiß dir nachher das Hotelzimmer. Aber noch nicht mal ein Hotelzimmer für die heute Nacht. Komm, ein Hubs noch für die treuen Zuschauer von Wer will Beef. Okay, komm. Ein extra großer Hubs. Das war der halbe Kuchen. So, und jetzt sag mal, komm, verabschiede dich mal. Von Wer will Beef. Ja. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Haut rein. Jetzt gibt's noch was für einen Blocki. Hier, pack mal das Handy weg, Dickerchen. Vom Chef, ganz liebe Grüße. Ey, der Chef.